Leute, willkommen zu einem neuen Video aus meiner neuen Heimat. Ich habe mir eine neue Wohnung gebaut, hier in Düsseldorf. Und ich habe mir in meine Wohnung einen Gast eingeladen, das ist der gute Alex Fischer. Danke, dass ich da sein darf. Natürlich sehr, sehr gerne. Du bist immer willkommen hier, du kannst rein und raus, wie du magst. Einen Schlüssel habe ich auch schon. Sehr gut. Und warum habe ich eigentlich keinen? Aber de facto Alex Fischer, Immobilienmillionär, der es geschafft hat und der nicht nur das Geld auf der hohen Kante hat, sondern auch noch ziemlich viel Erfahrung, ziemlich viel Wissen und auch nicht abgehoben ist, sondern ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Du hast in deinem Leben schon 20 Jahre Unternehmererfahrung hinter dir und hast in der Zeit schon am Anfang ein bisschen Struggle gehabt, wie jeder Unternehmer, der anfängt, nur um dann die richtigen Leute kennenzulernen, die richtigen Mentoren kennenzulernen, um von ihnen so viel zu lernen, dass du dich so hart nach vorne pushen konntest, um unfassbar erfolgreich zu werden, so sehr, dass du inzwischen unter anderem auch ein Buch geschrieben hast, das da heißt Reicher als die XX, und dieses Buch, das beinhaltet nicht nur ein paar Tipps dazu, wie man sehr, sehr viel... Also eigentlich heißt es ja anders, aber wir haben gerade eine einstweilige Verfügung gekriegt und deswegen heißt es jetzt gerade Reicher als die XXX. Richtig. Und bevor ich jetzt noch viel weiter rede, weil ich habe jetzt schon tatsächlich eine Minute geredet und du musstest dich ja reindrängeln in meinen Geplapper, weil ich ja nicht aufhöre zu reden. Ich höre jetzt einfach mal auf und frage dich einfach mal eiskalt. Erstens, wie komme ich an ein Buch? Und zweitens, was steht da drin? Und viel wichtiger, drittens, wieso bist du eigentlich so brutal erfolgreich, wie du gerade bist? Was hat dich dahin geführt? Also das finde ich sehr nett von dir, dass du, fangen wir mal bei drei an, dass du sagst, ich bin brutal erfolgreich. Würde ich jetzt nicht so sehen. Ich denke, es gibt Leute, die sind wesentlich erfolgreicher als ich. Ich bin allerdings, ich habe früher mal Kampfsport gemacht und dort hat man eins gelernt, musst schnell sein, aber nicht der Schnellste, du musst stark sein, aber nicht der Stärkste und du musst die Technik drauf haben, aber nicht technisch der Beste sein. Ich denke, es macht einfach die Mischung und ich denke, dass es wichtig ist, jetzt nicht nur Erfolg im Business zu haben, sondern Erfolg im Leben, dass man wirklich eine coole Beziehung hat, dass man sich nicht nur über sein Business definiert, dass man Hobbys hat, Freunde hat und einfach, vereinfacht gesagt, geht es ums Glücklichsein, ja? Weil eigentlich ist es ja Geld. Viele denken immer, ja, das ist, wenn ich Geld habe, dann sind meine Sorgen weg und so. Das dachte ich auch, aber so war es leider nicht. Und ich habe halt festgestellt, dass ich die letzten 10 Jahre immer die gleichen Fragen gestellt habe. Per Pareto, also Pareto sagt ja, 20% der Aktionen machen 80% des Ergebnisses aus. Und ich sage mal, 20% der, oder 80% der Fragen kann man eigentlich mit 20% der Antworten wirklich beantworten. Ne? Ja. So ein Ding habe ich gesagt, packe ich in mein Buch, weil ich einfach festgestellt habe, es ist so schwer, die Gesetze des Lebens rauszufinden oder die Gesetze des Glücklichseins, Erfolgs rauszufinden. Und das ist auch Schwachsinn. Stell dir mal vor, jeder von uns müsste das Schreiben neu erfinden. Also wird es nicht beigebracht kriegen, sondern jeder von uns müsste das Schreiben neu erfinden oder das Rechnen neu erfinden. So, das heißt, man bräuchte dann 15, 20 Jahre, um ganz normal addieren zu können. Und dann, wenn du es kannst, dann musst du das als nächstes die nächsten 20 Jahre mit multiplizieren und dividieren, dich beschäftigen. Und danach bist du 60 und sagst, toll, jetzt kann ich rechnen, aber jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ne? So. Und deswegen verlieren. Ne? Genau, das Problem von Homo sapiens ist, das Leben ist einfach zu kurz oder des Menschen ist zu kurz, um 60 Jahre diese Gesetze rauszufinden, um dann sie nicht mehr die Energie zu haben, um sie richtig anwenden zu können. So, und ich habe einfach durch diese Mentoren einen Booster gehabt, dann bin ich selber so ein Wissenshobbyist und auch Forscher, was Wissen und Gesetzmäßigkeiten ausgeht. Und ich habe es versucht, ein Buch zu schreiben, und ich denke, es ist mir auch gelungen, wo man einfach nicht sagt, ah, das ist über Marketing, das ist über Erfolg, das ist über Motivation und das ist über das, weil das Problem ist, den Hauptfehler, den ich früher immer gemacht habe, ich habe immer das eine Ding gesucht. Also wenn ich das jetzt habe, dann werde ich erfolgreich. Das ist leider nicht wahr, sondern du brauchst ungefähr 43 Minimum an Spieltasten, damit du die Musik des Erfolges spielen kannst. So, und die habe ich versucht in das Buch reinzuschreiben, also gemäß Pareto hier, reicher als die, ist momentan abgeklebt. Ja. heißt also mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär, das ist sportlich, aber definitiv machbar, wenn du dich an die Vorgehensweisen hier hältst. Also wenn ich jetzt heute pleite wäre, wäre ich in 3 Jahren wieder Immobilienmillionär. Ich denke auch schneller sogar. Darf ich eigentlich den Titel, den Originaltitel sagen oder darf auch ich den nicht sagen? Ich habe da einfach die einstweilige Verfügung, dass ich es nicht bewerben lassen darf. Auch nicht lassen darf. Okay, und wenn ich jetzt deswegen auch darüber rede, was sich Leute im Fernsehen angucken... Das hat ja grundlegend, ich darf es nicht bewerben lassen. Ja. So, das heißt, wenn wir jetzt in einem engeren Verhältnis stehen, liegt es natürlich nahe und jedes Mal, wenn ich dagegen verstoße, kann der mir theoretisch eine Strafe aufbrummen, was natürlich irgendwie
unangenehm ist. Also es nervt einfach nur. Und ja. Vom Prinzip, wir fechten das jetzt gerade bis zum Ende und dann sehen wir es ja. Ne? Bevor wir weiterreden, ich merke, du hast sehr, sehr viele tolle Sachen zu sagen, aber parallel dazu, dass du die tollen Sachen sagst, würde ich gerne auch nochmal deine tolle Wohnung zeigen. Also wenn du lass mich nur kurz diesen Gedanken noch fertig machen, weil sonst hängen unsere Zuschauer da. So. Und mir ging es jetzt nicht darum, die neuesten Sachen rauszufinden, sondern alles das, was funktioniert, und weil ich festgestellt habe, ein einzelnes Ding allein reicht nicht. Also wenn du jetzt weißt, wie du dich selber organisierst, aber nicht weißt, wie du dich motivierst, funktioniert es nicht. So. Und jedes dieser 43 Gesetze habe ich persönlich getestet und habe es da reingeschrieben. Und zwar, und ich habe festgestellt, damit sind 90% der Fragen der Leute abgedeckt. Und dann gibt es noch 17 exakte Schritte von 1500 Euro Einkommen bis Immobilienmillionär, die man exakt gehen kann. So, und wenn du jetzt mehr Einkommen hast, dann lässt du halt die ersten Schritte aus, dann geht es noch schneller. So, das war jetzt nur kurz die Message dazu. Ich habe es noch nicht, ganz ehrlich gesprochen, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kenne viele Leute, die es gelesen haben und die es sehr, sehr, sehr gut finden. Und ich habe jetzt auch gerade ganz fest committed, nachdem ich auch noch mal ein bisschen ausführlicher mit Alex gesprochen hatte, mir das Hörbuch anzuhören, was man sich auch dann holen kann, wenn man sich das Buch geholt hat, was es tatsächlich zum Selbstkostenpreis gibt. Mhm. Also man holt sich jetzt nicht das Buch für 50 Euro, wie man erwarten würde, sondern man kann es tatsächlich für einen geringeren Preis von... Nehmen wir einfach das, wir legen da teilweise, habe ich festgestellt, von der Kalkulation noch drauf mit Auslandsversand, weil der ist nämlich ganz schön teuer, weil dieses Buch ist nämlich nicht irgendwie... ist 450 Seiten, ja. Das ist schon, hupsa, ziemlich dick. Das ist auch... Deswegen, wir verlangen 6,95 zu, mit Auslandsversand legen wir da leider sogar drauf. Ist aber nicht schlimm, wir finanzieren das gegen, weil der eine oder andere kauft dann mal das Hörbuch. Aber mir war es wichtig, dass die Leute, die das Geld haben, die können sich auch das Hörbuch holen. Mhm. Und damit finanzieren wir die Buchverbreitung raus. Ich denke, das ist ein ganz soziales System. Ja. Ja, finde ich super. Und ich finde das vor allem ganz spannend. Du hast vorhin einen Satz gesagt, der hat es richtig, richtig in sich. Und zwar hattest du gesagt, du hast alles geschafft, du hast dein Geld verdient gehabt, du hast dich hier kreativ in der Wohnung ausgelebt. Und dann hast du gedacht, dieses Buch, die Leute da draußen, die brauchen das Buch, damit die eine Delle ins Universum schlagen können. Genau. Und das war ein Satz, der hat mich mitgenommen. Was mich auch mitnimmt, ist, glaube ich, du jetzt nämlich einmal durch deine Wohnung. Ja, okay. Übrigens, die Website Delle ins Universum habe ich mir gesichert. Tatsächlich. Das ist einfach so cool finde. So, also möchtest du mich mal kurz, soll ich dich kurz ein bisschen rumführen? Sehr gern. Also das Highlight hier ist eigentlich meine Spielerei, die ich hier gemacht habe. Das kleine Aquarium für Verrückte. Und die, wenn man sich hier hinkniet, wenn sie jetzt gerade nicht Futter gekriegt haben, dann dazu führt, dass die Kollegen mir gleich in die Finger beißen. Nicht, dass sie dich auffressen gleich. Nee, das geht, ist nicht so schlimm. Sie haben auch keine Zähne, sind Karpfen. Also das ist meine Wohnung. Wie gesagt, ich habe die komplett selbst entworfen, designt und gebauleitet. Und hier kommen wir auch wieder zum Punkt aus meinem Buch, was ist glücklich sein? Also, habe ich das in House of Cards gesehen? Kann das sein? Ja. Das hast du in House of Cards gesehen. Guck mal da. Bist du heimlich Präsident der USA? Oder? Nein, nein, nein. Aber ich hatte es schon vorher, bevor ich es gesehen habe. Also Das war jetzt andersrum. So, und was hier zum Beispiel echt extrem interessant war, das Bauen der Wohnung hat viel mehr Spaß gemacht als das Besitzen. Ja. So, und in meinem Buch, also sage ich zum Beispiel die 7 Punkte, die Glücklichsein ausmachen. Und einer davon ist der kreative Entstehungsprozess. Also jeder, während man etwas erschafft, in Richtung auf ein Ziel, wo man sagt, boah, das ist cool. Die Leute denken immer, wenn ich da bin, bin ich glücklich. Nein, nein, es ist das Erschaffen in Richtung Ziel, was glücklich macht. Sag ich auch immer, Leute, der Weg ist das Ziel. Und da ist der nächste intelligente, erfolgreiche Mensch, der sagt, genau so ist es. Ein Fakt ist eben, der kreative Schaffensprozess, hast du auch schon gerade eben gesagt, Alex, ist der, der dich happy macht, nicht wahr? Genau. Gut, wo stehen wir? So, jetzt stehen wir gerade in meinem Arbeitszimmer. Das Coole ist halt, also ich habe hier lauter so kleine Späße gemacht, wie zum Beispiel... hier gibt es in dieser Wohnung gibt's keine Möbel. Das also hier gibt es keine Möbel. Das ist alles fest eingebaut. Zum Beispiel das hier ist die Schreibtischplatte. Die haben wir ja schön aus Beton gegossen. Ne? Also das. Nein, hier kannst du praktisch Mitarbeiterköpfe aufhauen. Ohne das ja, ich habe letztens in einem anderen Video
habe ich vergessen, Mark Eggers zu verlinken. Ich weiß nicht, kennst du Mark Eggers? Hm. Schon mal gehört? Das ist ein, er ist, glaube ich, kann man sagen, mitunter das berühmteste deutsche Männermodel und auch auf YouTube aktiv und auch viel im Fernsehen und so. Und ich hatte einmal vergessen, ihn zu verlinken. Genau genommen aus meinem Team jemand hatte einmal vergessen, ihn zu verlinken. Dann ein zweites Mal auch nochmal vergessen, ihn zu verlinken. Und dann habe ich den rausgeworfen. Und das nächste Mal, wenn jemand vergisst, den zu verlinken, dann schicke ich den zu dir, zu der Platte da hinten. Und dann kannst du dich da drum kümmern. Ja. Nee, also die Idee kam auch nicht von mir, aber einer hat das gesehen und sagt, ah, Mensch, das ist ja hervorragend, um 10 Mitarbeiter in die Köpfe aufzuhauen. Und ich sage, ah ja, gut, das habe ich mir dann gemerkt. So, und hier ist mein Schaffensbereich, der Küchentisch, weil ich stehe ganz gern beim Arbeiten. Ich habe zwar da oben mein Arbeitszimmer, aber ich stehe auch ganz gern beim Arbeiten und da wird man nicht so faul. Hier, das ist mein Boxsack zum Abreagieren des Brusts. Und das hier ist meine Projektwand. Hier schreibe ich immer die Projekte auf, wie die laufen sollen und was alles gemacht werden soll. Das Schöne an dieser Projektwand, die kann man praktisch hier einmal aufklappen und dahinter ist noch jede Menge Platz für Statistiken, Informationen und so weiter und so weiter, die ja nicht jeder sehen muss. Jo, und Ist das von deiner Tochter oder von deinem Sohn? Die Künstlerin würde dich erschießen, wenn sie dir das, wenn du das sagst. Nein, das willst du damit sagen, dass deine Kinder nicht schön malen? Nein, ich will damit sagen, dass diese Dame an der Kunstakademie studiert hat und wenn sie hören würde, ob du... Was ja nur heißen würde, dass ich davon ausgehe, dass deine Kinder so gut malen, dass sie in der Kunstakademie studiert haben. Sehr gut. So, und da hinten ist der Badebereich. Gehen wir nochmal hier kurz durchs... Es regnet auch gerade draußen. Ja, es regnet, das ist ein bisschen unangenehm. So, hier siehst du, hier ist auch Terrasse, das kann man hier komplett aufziehen, dann anschließen, sodass man praktisch die Terrasse mit übergeht in den Schlafbereich. Also das finde ich aber auch sehr, sehr super. Das habe ich auch so noch nie gesehen, dass du vor dem Fenster eine Badewanne quasi mitten im Raum hast. Ich finde es halt schön, da rauszuschauen, vor allem. Kennst du das, wenn du heiß badest, dann ist es einem, heiß baden ist zwar toll, aber irgendwie wird dann dein Kopf auch heiß. Mhm. Und toll ist im Winter, du bist in der heißen Badewanne, machst hier auf. Leute, ich sage immer, Bildung ist sehr, sehr wichtig. Also es ist ganz wichtig, dass man sich auch mit den neuesten technischen Möglichkeiten ausstattet und dann immer weiterbildet, was gerade so draußen los ist. Ihr wisst ja, 3 Bücher pro Woche, sage ich. Ganz genau, das versuche ich meiner Tochter auch immer zu erklären, aber momentan fährt sie noch mehr auf Mickey Maus. So, und hier ist Solarium und hier Sauna. Die Sauna habe ich zum Beispiel mit meiner Verlobten selber gebaut über Weihnachten. Da war uns auch langweilig und auch da war es so, dass es eins unserer besten Weihnachtsferien war, weil es einfach total toll war, dieses Dings zu bauen. Ne? Ja. So, und aus diesen Einzelerlebnissen ist dann, so da oben ist Schlafzimmer, da nehme ich euch jetzt nicht hin mit. und hier ist meine Tochter ist da, deswegen gehen wir da auch nicht rein, weil da sieht es aus wie Sau. Hier ist eigentlich ein riesen Ankleidezimmer, das, aber egal wie groß es ist, kennt ihr vielleicht von Schreibtischen, ist egal wie groß der Schreibtisch ist, der wird immer voll. Ja. So ähnlich ist es auch mit irgendwelchen Abstellflächen, deswegen bist du Minimalist, weil dann gibt es nämlich keinen Schrank, dann kann man es auch nicht irgendwie liegen lassen. Da hast du schon jetzt musst du mir aber eine Frage beantworten. Mhm. Wenn ich jetzt dein Buch haben möchte, wie kriege ich das am besten? Ja, du gehst auf alex-fischer-düsseldorf.de und dort findest du es, beziehungsweise auf dem Link unten, den du sicherlich verlinken wirst. Selbstverständlich. -düsseldorf.de/buch und dort kannst du dich erstmal eintragen, dann kriegst du erstmal so ein paar Vorinfos und hast dann die Möglichkeit, deinen Unkostenbeitrag abzuliefern, falls du dir nicht sicher bist, deswegen trag dich da ein. Dann kriegst du eben so ein paar Vorinfos, worum geht es in dem Buch, ein paar Kapitelauszüge und falls du es direkt bestellen willst, gehst du einfach auf meine Webseite. Genau. Super. Und wenn du jetzt so final quasi den einen Tipp, was hast du im Leben gelernt? Ich stelle immer ganz gern Leuten, die ich respektiere, stelle ich immer gern die Frage, was ist so die eine Sache, wenn du deinen Kindern nur eine Sache beibringen dürftest? Was wäre das? Dann würde ich mich erschießen. Weil genau das schreibe ich nämlich, ich habe das Buch so geschrieben in der Einleitung, dass ich mir die Aufgabe gestellt habe, auf 450 Seiten, das, also wenn der liebe Gott mir sagen würde, du hast 450 Seiten, um das aufzuschreiben, was du deinem Sohn mitgeben möchtest, dann, was würdest du reinschreiben? Und es war schon ziemlich schwierig, das auf 450 Seiten, gut, es ist gut aufbereitet, mit Infografiken unterzubringen. Aber ich sag mal so, das Hauptproblem, was ich dir am Anfang gesagt habe, die eine Sache gibt es nicht. Ne? Aber wenn es eine Sache gibt,
die man sehr, sehr genau beachten sollte, dann ist es Pareto, und zwar nicht das Pareto-Prinzip, weil die Leute denken immer, Pareto wäre ein Prinzip, es ist es aber nicht, es ist eine mathematische Formel, die weitergeht. Das heißt, 20% der Leute besitzen 80% des Vermögens, so, und das geht wieder 80-20, das heißt, 4% der Leute besitzen 64% des Vermögens und 1% der Leute besitzen 51% des Vermögens. Kam erst gestern wieder im Fernsehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 1% der Leute besitzt 50% des Vermögens, kannst du nichts machen, wird immer so sein. Du kannst nur das Niveau anheben. Ja. So, und was ich, wofür ich plädiere, das beschreibe ich zum Beispiel auch in meinem Buch, wenn du jetzt Pareto wirklich anwendest, mir hat noch nie einer gesagt, wie ich das genau benutzen soll, und es hat 5 Jahre gedauert, um rauszukriegen, wie man das wirklich exakt umsetzt. Ja. Und du arbeitest dich von 80-20 auf 4-64 auf 1-51, das kannst du theoretisch in 3 Jahren schaffen, dann hast du deine Effektivität verfünfzigfacht. Ja. So, und nur wie das genau geht, ist jetzt wieder, wäre wahrscheinlich ein 20-Minuten-Video, aber das habe ich sehr genau da drin beschrieben, und es sind halt meine ganzen Lifehacks drin, die ich irgendwie gefunden habe, wie gesagt, wenn ich 450 Seiten für so einen Mann hätte. Dann wäre das das, finde ich sehr gut. Dann würde ich sagen, Leute, ich ziehe mir das Buch jetzt auf jeden Fall rein, und ich glaube, der ein oder andere draußen ist auch so schlau, das auch noch zu machen. Und wenn ihr Fragen an Alex habt, dann schickt die auf jeden Fall entweder hier in den Kommentaren los oder... Unbedingt in die Kommentare, ja, okay. Weil ich werde zurzeit ziemlich überflutet, und in die Kommentare schaue ich immer rein, weil ich kriege so viele E-Mails von Support bis sonst irgendwas, und Kommentare ist der richtige Ort. Du hast ja auch übrigens einen YouTube-Kanal, mit dem du dann die Kommentare beantworten wirst, sodass man im Zweifelsfall auch wieder auf deinen YouTube-Kanal kommt. Ganz genau. Und also entweder jetzt bei dir, wenn du das Video veröffentlichst, schaue ich natürlich auch in die Kommentare rein. Beziehungsweise wer mehr über Immobilien-Know-how wissen will, das ist in meinem Buch auch behandelt, aber eher das Fundament des Unternehmertums. Der kann auch auf meinen Podcast gehen, Immobilien-Investor-Podcast ist meistens auch unter den Top 10 üblicherweise, und oder eben auf meinen YouTube-Channel einfach Alex Fischer oder Immobilien eingeben, da kommt er nicht an mir vorbei. Alles klar. Ja, Alex, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich heute bei dir sein durfte. Gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos wieder, und wir uns vielleicht auch. Bis dann. Das wäre schön. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.